So, dritter Turm ist jetzt an der Reihe. Und wird das schon das Finale sein? Na gut, die meisten kennen wahrscheinlich das Spiel schon, aber trotzdem. Wir werden's sehen. Clara, komm bitte hierher. Ja, Clara. Welche Insel ist jetzt dran? Nun bist du dran. Ich weiß. Mein Name ist Clara. Bringst du mich bitte auf die Insel Dash? Ja. Die Insel Dash liegt im Nordwesten. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, egal. Auf. Nordwesten. Das müsste, glaube ich, die Insel sein. Aber ich bin mir nicht so sicher. Sieht zwar wie ein Turm aus, aber... Oh, war doch richtig. Haha. Dann gehe ich einfach mal hier rein. Hier wartet ein Drache auf mich, aber den betäube ich mit meinem Enthaken und schon kann ich weiter. Dann gehen wir hier rein. Wo eine Truhe drin ist. Wow. Wow. Brauche ich zwar nicht, aber... Naja, egal. Moment. Ihr bleibt weg von mir. Und immer schön nach oben. Ich kenne nur eine Richtung. Nö, 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 nö. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Kann ich nicht hier irgendwie runter? Nee. Das wäre auch falsch gewesen, merke ich gerade. Okay, die Monster wollen anscheinend nicht gegen mich kämpfen. Und ja, so kann es weitergehen eigentlich, denn ah, so, hier ist es ja. Das müsste ein Minotaurus sein. Oder ein Gorgon. Mir egal, wie ihr ihn nennen wollt, er sieht eher aus wie ein Minotaurus. Naja, er kam auch schon vorher. Also er tauchte schon mal vorher auf. Halt in einer anderen Farbe. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Viel Energie hat er aber nicht. Merke ich gerade. Also bis jetzt haben die Zyklopen, glaube ich, die meisten. Wow. Und weiter. Da hatte ich gesagt, was Falsches gedrückt, aber egal. Hier geht's runter, komischerweise, aber das scheint wohl richtig zu sein. So, betäuben, betäuben. Betäuben. Ja. Drache, bleib schön da in der Ecke sitzen. Ja. Aber Drache. So. Das sieht irgendwie falsch aus, aber es ist doch richtig. Okay, irgendwas läuft hier gerade falsch, aber egal. Ach, das war doof. Ich muss ja sowieso gegen ihn kämpfen. Das ist ein Nosferatu. Wie geil. Der hat sich, glaube ich, in diesem Turm verirrt. Oder er dachte einfach mal, tue ich mich mal mit den starken Monstern zusammen, damit ich nicht so viel auf die Fresse bekomme. Aber da hat er falsch gedacht, denn er hat nicht damit gerechnet, dass ich ihn aufspüren werde. Und ihn somit vernichte. Ja, haha. Oh. Oh, das sieht doch aus, als ob. Ja. Nee, speichern wollen wir nicht. Und hier scheint keiner zu sein. Ich fühle keine fremde Energie. Hier stimmt aber etwas nicht. Und wenn schon. Echt komisch. Und wenn schon. Ja, Hayes. Ich muss immer dieses Geräusch nachmachen. Götterschild erhalten! Und was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Du hast dich also vollständig ausgerüstet. Daraus! Daraus! Ich konnte die Siegel nicht brechen, an die Götterrüstung herankommen. Aber wenn ich dich jetzt vernichte, gehören sie mir. So einfach wird das aber nicht. Diese Rüstung passen sehr gut zu dem Träger des Lufia-Schwerts. Und das bin ja wohl ich. Lufia-Schwert! Du bist unwürdig, die Götterrüstung zu tragen. Nimm nun Abschied von deinem Leben. Du hast immer noch etwas Energie über? Das ist eine Zeitverschwendung.
kann nicht. Hey, keine Sorge, Seelan, der kriegt mich nicht. Du elender Dummkopf, ich zerfetze dich in tausend Teile. Muss gegenhalten. Konzentration. Das kann, ich ja nur lachen. Ich bin stärker. Und was passiert mit dem Lufia-Schwert? Was so? Ha, das Lufia-Schwert. Was geht da vor? Das Lufia-Schwert hat sich auserwählt. Heiliges Kanonenfeuer, das kann doch nicht... Hier, hey, ist ein Schwert in der Hand. Heiliger Kosake. Diese Kraft, diese sagenhafte Energie, das ist einfach unglaublich. Das kann nicht wahr sein. Daos, das kann nicht sein. Du hast nicht genug Energie für das Lufia-Schwert. Verpiss mich. Oh, seid ihr alle unverletzt? Ja, aber Daos ist verschwunden. Das ist schlecht. Sicher führt er seinen Feldzug des Terrors fort und zerstört eine weiße Stadt. Die Todesinsel wird uns nicht entkommen. Wie willst du sie aufhalten? Aus der Platte tritt eine große Kraft heraus. Damit werden wir es schaffen. Ich fühle auch Lisas und Marie's außen. Sie scheinen das gleiche wie ich zu denken. Ja, schafft ihr es wirklich, so viel Energie zu kontrollieren? Keine Zeit mehr, darüber nachzudenken. Gehe bitte beiseite. Lisa, Marie, hört ihr mich? Wir müssen unsere Kräfte vereinen. Die Zeit ist gekommen, da unsere Wünsche erfüllt werden. Ich vertraue euch. Ja, das erinnert natürlich hier an Zelda, ne? Hier dieses Dreieck, ne? Triforce, Triforce, wie ihr es nennen wollt. Und ja, was passiert denn jetzt? Die Todesinsel wird jetzt an diesem Punkt festgehalten, sodass sie nicht weiterfliegen kann und andere Insel zerstört. So, was zum... Auf dieser Insel herrscht eine starke Auswahl. Wir können uns weder bewegen noch angreifen. Dann wird es nicht mehr lange dauern, bis sie kommen. Nein, sie brauchen noch etwas Zeit. Warum? Ich habe ihr Schiff angegriffen. Ich konnte es nicht völlig zerstören, doch es kann nicht mehr fliegen. Du hast wirklich an alles gedacht. Aber werden sie das Schiff nicht reparieren? Auch darum habe ich mich bereits gekümmert. What? Wir haben die Todesinsel aufgehalten. Ich weiß aber nicht für wie lange. Ich glaube, euer Schiff wurde von der Insel angegriffen. Was? Exerion? Unser prachtvolles Schiff? Daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Lass uns überlegen, was wir nun tun können, werden. Ja, genau. Wir sollten nach Port Savia und Lexis fragen, ob er das Schiff reparieren kann. Beeilt euch, wir halten die Insel hier fest. Wenn es aber zu brenzlig wird, müsst ihr fliehen. Versprochen? Versprochen. Hey, vergiss nicht, du bist der Auserwählte, das Lufia-Schwert tragen, das Lufia-Schwert tragen darf. Ist mir bekannt. Sind wir bzw. nach Port Savia. Warp. Das geht doch gar nicht. Auf dem Turm kann man nicht warten. Da muss man erstmal Flucht benutzen.